Das Leben von Lily Potter. Das und mehr jetzt in diesem Video. Lily wurde am 30. Januar 1960 als Tochter von Herrn und Frau Evans, zwei Muggeln der Familie Evans, geboren. Lily war ein wunderschönes Mädchen. Sie hatte helle Haut, leuchtende grüne Augen und dichtes, dunkelrotes Haar, das ihr bis zu den Schultern fiel. Ihre Familie lebte in Cokeworth, England. Sie hatte eine ältere Schwester namens Petunia, der sie sehr nahe stand. Im Alter von 9 Jahren schloss Lily eine Freundschaft mit Severus Snape, der unten in Spinner's End wohnte, das nur einige Gehminuten von dem Haus der Evans entfernt lag. Ihre Familie war offenbar etwas besser dran als die von Snape, denn Petunia, ihre Schwester, spottete über Snape, weil dieser aus einer ärmlicheren Gegend kam. Severus war die erste Person, die Lily sagte, dass sie eine Hexe ist, und er lehrte Lily eine Menge über die Welt der Zauberer, während die beiden sehnsüchtig auf den Zeitpunkt warteten, an dem sie gemeinsam die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei besuchen konnten. Lilys magische Fähigkeiten und die Freundschaft mit Severus Snape führten zu Problemen zwischen den Evans-Schwestern. Lily hatte Zauberkräfte und durfte so nach Hogwarts gehen und Petunia nicht, und so schrieb Petunia an Dumbledore und fragte, ob sie mit Lily nach Hogwarts gehen könnte. Allerdings lehnte der Schulleiter ihre Bitte freundlich ab. Der Brief wurde später von Lily und Severus gefunden. Im Alter von 11 Jahren kaufte Lily ihren ersten Zauberstab bei Ollivanders in der Winkelgasse. Kurz vor ihrer Abreise nach Hogwarts stritten sich Lily und Petunia über Magie, denn Petunia war sehr, sehr neidisch auf Lily. Petunia nannte Lily einen Freak, weil sie diese Kraft besaß, und sagte, es sei besser, dass sie auf diese Schule ging, damit normale Menschen sicher seien. "Ich bin kein Freak", sagte Lily. "Es ist schrecklich, so etwas zu sagen." "Das ist es, was du bist, ein Freak", sagte Petunia genüsslich. "Eine spezielle Schule für Freaks." Im Alter von 11 Jahren begann Lily die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zu besuchen, wo sie in das Haus Gryffindor eingeteilt wurde. Sie wurde recht geschickt in Zaubertränken und erregte die Aufmerksamkeit von Professor Horace Slughorn, der sie zum Mitglied seines besonderen Clubs für Schüler aufnahm, die er für begabt und möglicherweise erfolgreich in der Zukunft hielt. In ihrem 5. Jahr setzte sich Lily für ihren besten Freund Severus Snape ein, als dieser von James Potter schikaniert wurde. Lily versuchte, das Mobbing zu stoppen und sprach mit James. Es ist anzunehmen, dass dieses Mobbing mehr als einmal passiert ist, und Snape beschimpfte sie in seiner Demütigung als dreckiges Schlammblut. Dann bat Snape Lily um Verzeihung, aber sie fragte ihn, ob er immer noch vorhabe, nach der Schule den Todessern beizutreten. Als er dies nicht verneinte, erkannte Lily, dass Snape nicht verstand, was mit den Todessern los war. Daraufhin trennten sich die Wege zwischen Lily und Snape, da sie bereits von Snapes Faszination für die dunklen Künste und den Freundschaften mit seinen Slytherin-Hausgenossen entsetzt war. In Lilys 5. Schuljahr hatte sich James in sie verknallt, aber das gefiel ihr nicht und sie nannte ihn arrogant, weil er andere Schüler schikanierte, vor allem ihren ehemaligen besten Freund. James' bester Freund Sirius Black bemerkte später, dass James nicht widerstehen konnte zu prahlen und sich zum Narren zu machen, wenn sie in der Nähe war, obwohl sie sein Mobbing nicht gut hieß. In ihrem 7. Schuljahr wurde James etwas reifer und erwies sich als verantwortungsbewusst und mutig. Es wird jedoch angedeutet, dass er immer noch den Wunsch hatte, Snape zu tyrannisieren, aber er würde Lily zuliebe damit aufhören. Dies führte dazu, dass sie zustimmte, mit ihm auszugehen und Zuneigung zu ihm aufzubauen. Aufgrund ihrer akademischen Leistungen, ihres Könnens und ihrer Verantwortung wurde das junge Paar schließlich zum Schulsprecher und zur Schulsprecherin gewählt. Ende 1977 hatten Lily und James ein desaströses erstes Treffen mit Petunia und ihrem Verlobten, Vernon Dursley, das wahrscheinlich in den Weihnachtsferien stattfand. Der Abend endete damit, dass sowohl Vernon als auch Petunia aus dem Restaurant stürmten und Lily in Tränen ausbrach und ein beschämter James versprach, sich zu entschuldigen und alles wieder gut zu machen, was aufgrund seinem und Lilys vorzeitigem Tod nie geschehen ist. Petunia war Ende 1977 verheiratet.
Obwohl Lily und James zur Hochzeit eingeladen waren, weigerte sich ihre Schwester Lily als Brautjungfer zu nehmen, was sie sehr verärgerte. Auf dem Empfang wollte Vernon nicht mit James sprechen, sondern beschrieb ihn als irgendeinen Zauberer in seiner Hörweite. Irgendwann nach ihrem Abschluss in Hogwarts im Jahr 1978 heirateten Lily und James und die Hochzeit fand irgendwann zwischen dem Sommer 1978 und 1979 statt, wobei Sirius als James Trauzeuge fungierte. Petunia und Vernon weigerten sich, der Hochzeit beizuwohnen, und Lily hatte nur wenig Kontakt mit ihrer Schwester. Die Potters lebten von James' Familienvermögen und wurden Vollzeitmitglieder des Orden des Phönix, einer Organisation, die sich dem Kampf gegen Lord Voldemort und seinen Todessern verschrieben hat. Lily wurde im Sommer 1979 schwanger. Etwa zur gleichen Zeit machte Sybille Trelawney vor Albus Dumbledore eine Prophezeiung, in der sie vorhersagte, dass derjenige, der die Macht habe, den dunklen Lord zu besiegen, sich nähert. Der erste Teil von der Prophezeiung wurde von Lilys ehemaligem besten Freund Snape mitgehört, der inzwischen ein Todesser geworden war. Er berichtete seinem Meister treu, was er gehört hatte, war aber entsetzt, als Voldemort zu der Überzeugung gelangte, dass Lilys Sohn der Gegenstand dieser Prophezeiung war. Es war die Bedrohung für Lily, die Snape dazu veranlasste, die Seiten zu wechseln, Dumbledore vor den Plänen des dunklen Lords zu warnen und zu schwören, alles zu tun, um die Frau, die er immer noch liebte, in Sicherheit zu bringen. Es war Snapes anhaltende Hingabe für Lily, die Dumbledore die Gewissheit über die wahre Loyalität seines Doppelagenten gab. Die Potters tauchten unter, als Lily noch schwanger war. Ihr Sohn Harry Potter wurde am 31. Juli 1980 geboren. Aufgrund der Gefahr, in der sie sich befanden, beschlossen Lily und James, Harrys Taufe sehr eilig zu gestalten, mit Sirius als ihrem einzigen Gast. James wählte Sirius als Patenonkel für seinen Sohn aus. Lily schickte eine Geburtsanzeige an Petunia. Es sollte die letzte Nachricht sein, die sie ihrer Schwester zukommen ließ. In einem Brief an Sirius, der auf Harrys ersten Geburtstag im Juli 1981 datiert ist, erwähnt Lily, dass die Familie eine Hauskatze hatte und erzählt eine Geschichte über Harrys Flug auf einem Spielzeugbesen, den Sirius ihm zum Geburtstag geschenkt hatte. Der Fidelius-Zauber wurde auf das Haus der Potters in Godric's Hollow gelegt. Ihr Geheimnisträger Peter wurde als weniger wahrscheinliches Ziel für die Todesser als Sirius gesehen, aber er verriet die Potters, indem er Voldemort ihren Aufenthaltsort mitteilte. Am 31. Oktober 1981 betrat Voldemort ihr Haus. James sagte Lily, sie sollte Harry nehmen und gehen. James versuchte Voldemort aufzuhalten, obwohl er und seine Frau ohne Zauberstab waren und sich daher nicht richtig verteidigen konnten. Bevor Lily und Harry aus dem Haus fliehen konnten, wurde James ermordet. Lily und Harry waren in Harrys Zimmer in der Falle und konnten nicht mehr entkommen. Voldemort kam Snapes Bitte nach und bot Lily an, ihr Leben zu verschonen, wenn sie zur Seite trat. Sie weigerte sich jedoch, ihren Sohn nicht länger zu beschützen, also ermordete Lord Voldemort sie. Weil Lilys Tod ein reines Liebesopfer war, sie wollte sterben und hoffte nicht, sich selbst zu retten, obwohl sie die Wahl dazu hatte, wurde Harry mit dem Schutz und ihrer Liebe gezeichnet und Voldemorts Tötungsfluch wirkte zurück auf ihn selber. Der zurückprallende Fluch zerstörte den Körper des dunklen Lords und besiegte ihn. So wurde Harry als der Junge, der überlebte, bekannt und sein Schicksal war besiegelt. Nachdem Lily und James ermordet worden waren, war Petunia diejenige, die die Beerdigung organisierte, da James keine Familie mehr hatte. Danach kümmerte sie sich um das einzige Kind ihrer Schwester, Harry. Der Tod seiner Mutter sollte jedoch nicht das letzte Mal sein, dass Harry sie sah. Während seines ersten Jahres in Hogwarts stolperte er zufällig über den magischen Spiegel. In diesem Spiegel sah er seine Eltern zum ersten Mal. Ebenfalls am Ende von Harrys erstem Jahr gab Hagrid ihm ein Fotoalbum mit Bildern von seiner Familie und von ihm als Kind selbst. In seinem dritten Jahr musste er bei jeder Begegnung mit einem Dementor die Geschichte seiner Eltern wiedererleben. Während Harrys Duell mit Voldemort in seinem vierten Jahr sah Harry Schatten seiner Mutter und seines Vaters und andere, die Voldemort ermordet hatte, aus Voldemorts Zauberstab herauskommen. Sie lenkten Voldemort ab, sodass Harry vom Friedhof fliehen konnte.
Harry holt seine Familie und Freunde mit dem Stein der Auferstehung vorübergehend zurück. Schließlich, während der Schlacht von Hogwarts, als Harry glaubte, er würde auf seinen eigenen Tod zugehen, benutzte er den Stein der Auferstehung, um die Geister von Lily und James Potter, Sirius und Remus zurückzubringen. Sowohl James als auch Lily sagten Harry, dass sie sehr stolz auf ihn seien und bis zum Ende bei ihm sein werden. Harry bezeichnete ihre bloße Anwesenheit als den Grund, warum er in der Lage war, einen Fuß vor den anderen zu setzen, während Lily ihn anlächelte. Viele Jahre nach Lilys Tod heiratete ihr Sohn Ginny Weasley und zeugte 3 Kinder. Harrys einzige Tochter Lily Luna Potter wurde in Erinnerung an ihre Großmutter väterlicherseits benannt. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und dein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.